In der dritten Aufgabe war eine Schaltung gegeben, die so aussah, dass es dort einen Widerstand gab, der hieß R1 und eine Kapazität C1 und an dieser Kapazität angeschlossen war dann noch ein Widerstand R2 und noch eine Kapazität C2. Und die Spannung, die hier vorne anlag, wurde Eingangsspannung genannt und mit U1 bezeichnet. Und die Spannung, die hier hinten über dieser zweiten Kapazität abfällt, das sollte die Ausgangsspannung U2 sein. Und das, was jetzt gesucht war, war das Verhältnis der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung, beides als komplexe Zeiger geschrieben und dieses Verhältnis dann als Betrag und Phase. Nebenbei war noch gegeben, dass die Widerstände R1 und R2 und auch die Blindwiderstände der Kapazitäten 1 durch Omega C1 und 1 durch Omega C2, dass die alle gleich groß sein sollten. Deswegen schreibe ich mal hierfür gleich eine neue Variable hin und nenne die R. Und das Ganze sollte man jetzt lösen mit Hilfe der Zweipoltheorie. Dazu ist es sinnvoll, die Schaltung irgendwo aufzuteilen, zum Beispiel hier in eine linke Seite. Und diese linke Seite fassen wir dann auf als einen aktiven Zweipol, indem wir uns hier an der Stelle noch eine Spannungsquelle denken, die dann genau diese Spannung U1 erzeugt. Und versuchen diese linke Seite, diesen aktiven Zweipol eben durch ein Spannungsquellenersatzschaltbild zusammenzufassen, in der es dann eine Ersatzspannungsquelle gibt als komplexen Zeiger und eine Ersatzinnenimpedanz als komplexe Impedanz, so dass sich dieses Spannungsquellenersatzschaltbild, dieser aktive Zweipol an diesen beiden Klemmen hier genauso verhält wie unsere Originalschaltung. Und die rechte Seite, also den Widerstand R2 und die Kapazität C2, die fassen wir dann einfach als einen passiven Zweipol auf und lassen die so, wie die ist. Also nehmen einfach weiter den Widerstand R2 und die Kapazität C2, wobei ich die jetzt mal direkt hier als Impedanz hinschreibe und sage, das ist 1 durch J Omega C2. Und das sind wieder die beiden Klemmen und jetzt können wir die beiden Schaltungen wieder zusammenfügen und dann sieht man, dass die neue Schaltung insgesamt deutlich einfacher ist als das, was wir hier vorher haben. Und wir jetzt in diesem Grundstromkreis, der sich da ergeben hat, sehr einfach zum Beispiel diesen Strom hier als Zeiger ausrechnen können und wenn wir den Strom wissen, dann können wir auch die Ausgangsspannung U2 hinten über dieser Kapazität wieder ausrechnen. Oder wir könnten die auch direkt mit Hilfe der Spannungsteilerregel bestimmen. Was man jetzt dafür braucht, ist natürlich der Wert von dieser Innenersatzimpedanz und von dieser Ersatzquellspannung. Diese Innenersatzimpedanz ergibt sich aus der Impedanz, die man sieht, wenn man aus Sicht der Quellen hier in diese Schaltung reinschaut, in den aktiven Zweipol und alle Quellen ausschaltet. Das heißt, aus dieser Spannungsquelle wird ein Kurzschluss. Und was man dann sieht, ist diese Kapazität C1 und dazu parallel diesen Widerstand R1. Also 1 durch J Omega C1 parallel zu R1. Diese Parallelschaltung kann man jetzt auflösen, indem man eben schreibt 1 durch J Omega C1 mal R1, das Produkt dieser beiden Impedanzen geteilt durch die Summe dieser beiden Impedanzen. Das ist jetzt ein etwas unschöner Ausdruck, weil man diesen Doppelbruch hat. Das kann man jetzt in der Hinsicht vereinfachen, indem wir mit J Omega C erweitern. Dann fällt das hier oben komplett weg und hier unten fällt es an dieser Stelle weg. Und hier kommt das J Omega C1 jetzt dazu. Und jetzt kann man eben ausnutzen, okay, R1 und das R1 hier und das Omega C1 bzw. 1 durch Omega C1 ist ja alles R, also R1 mal Omega C1, da kürze ich das R genau weg, da kommt genau 1 raus, so dass wir dafür jetzt vereinfacht eben auch schreiben könnten R durch 1 plus J, weil hier hinten genau eine 1 überbleibt. So, und auf
ähnliche Art und Weise kann man jetzt auch diese Ersatzquellspannung bestimmen. Das ist genau die Leerlaufspannung, die sich an diesen Klemmen ergibt, wenn jetzt die rechte Seite nicht angeschlossen wäre. Und diese Leerlaufspannung ergibt sich einfach aus dem Spannungsteiler, also aus der Spannung, die über dieser Kapazität abfällt. Die Impedanz dieser Kapazität ist wieder 1 durch J Omega C1. Die Gesamtimpedanz ist R1 plus 1 durch J Omega C1. Und die Gesamtspannung, die über beiden abfällt, ist genau die Eingangsspannung U1. Jetzt kann man wieder nutzen, dass das 1 durch Omega C1 ja genauso groß ist wie R und das auch genauso groß ist wie R und das auch genauso groß ist wie R, sodass sich das R hier überall wegkürzt. Und das, was dann noch überbleibt, ist über dem Bruchstrich ein J und unter dem Bruchstrich ein 1 minus J und das alles mal den Zeiger U1, weil 1 durch J und 1 durch J eben jeweils minus J ist. So, jetzt lasse ich diese Sachen hier erstmal so stehen und schreibe erstmal den Spannungsteiler auf, um diese Spannung U2 dort hinten auszurechnen. Und zwar ergibt sich dieser Spannungsteiler dann eben auch aus dem Teilwiderstand bzw. der Teilimpedanz, wo diese Spannung drüber abfällt. Das ist 1 durch J Omega C2 geteilt durch die Gesamtimpedanz. Das ist das ZI-Ersatz plus der Widerstand R2 und plus die Impedanz von der Kapazität C2. Also 1 durch Omega C2 und das Ganze mal die Gesamtspannung und das ist diese Ersatzquellspannung. So, und bevor man jetzt die Ersatzimpedanz und die Ersatzquellspannung hier einsetzt und dann einen noch größeren, noch komplizierteren Bruch erhält, ist es sicherlich klug, diese beiden Ausdrücke erstmal noch ein bisschen zu vereinfachen und zwar so, dass das J unter dem Bruchstrich verschwindet. Das schafft man, indem man mit dem Konjugatkomplexen erweitert, also mal 1 minus J rechnet und hier auch mal 1 minus J rechnet und dann kriegt man hier unter dem Bruchstrich hat man dann die dritte binomische Formel. Und da ergibt sich dann insgesamt genau 2 und über dem Bruchstrich haben wir dann 1 minus J eben überbleiben und das Ganze mit R multipliziert. Und für die Ersatzquellspannung kann man genau das gleiche machen, da ist das Konjugatkomplex eben 1 plus J. Also erweitern wir damit und dann ergibt sich hier unter dem Bruchstrich die gleiche binomische Formel wieder mit einer 2. Wir rechnen am Ende wieder mal den Zeiger U1. Mal U1. Und über dem Bruchstrich haben wir minus J mal 1. Das sind minus J. Und wir haben J mal J. Das sind minus 1. Und mit einem Minus davor ergibt es eine plus 1. Also kommt da auch 1 minus J durch 2 raus mal diesen Zeiger U1. Und diese Sachen, diese Ausdrücke kann man jetzt hier unten gut einsetzen. Also wieder ein langer Bruchstrich. Das 1 durch J Omega C2 einfach abgeschrieben. So, für das ZI-Ersatz jetzt diesen blauen Ausdruck eingesetzt. 1 minus J halbe mal R. Dann das plus R2 und das plus 1 durch J Omega C2 und das Ganze jetzt mal diesen grünen Ausdruck für die Ersatzquellspannung 1 minus J halbe mal U1. So, jetzt kann man wieder nutzen, dass das 1 durch Omega C2 ja genauso groß ist wie R, dass das R2 auch genauso groß ist wie R, deswegen streiche ich den Index weg. Und dass das 1 durch Omega C2 auch so groß ist wie R. Das heißt, wir können hier dieses R überall wegkürzen aus diesem Bruch. Und das, was dann hier oben noch überbleibt, ist ein 1 durch J. Dafür schreibe ich jetzt mal ein Minus J. Und hier unten bleibt auch ein 1 durch J. Dafür schreibe ich auch mal ein Minus J. Und mache jetzt mal hier unten weiter und fasse das zusammen. Also wieder ein Bruchstrich. Über den Bruchstrich bleibt minus J über.
So, unter dem Bruchstrich haben wir jetzt 1,5 plus, hier ist eine 1 übergeblieben, 1,5 plus 1 sind 3 halbe. Dann haben wir minus j halbe und nochmal minus j sind minus 3 halbe mal j. Und der restliche Bruch ist dann noch mal 1 minus j durch 2 und mal das U1 als Zeiger. So, und jetzt kann man hier so ein bisschen was machen und kann sagen, ich kann natürlich hier vorne das 3 halbe ausklammern. Dann habe ich j durch 3 halbe. Hier bleibt eine 1 über, da hinten bleibt ein minus j über. Mal den Rest. Einfach abgeschrieben und dann kürze ich das 1 minus j und das 1 minus j und die 2 hier und die 2 dort. Und das, was dann überbleibt, sind minus 3j mal U1. Und in diesem Sinne, halt, und nicht minus 3j U1, sondern minus ein Drittel. Die 3 steht da unterm Bruchstrich. Minus ein Drittel mal j mal U1. Ja, und jetzt kann man noch durch das U1 teilen, um das U1 auf die andere Seite zu holen und kann dann damit schlussendlich unser gesuchtes Verhältnis U2 durch U1 hinschreiben. Das sind dann nämlich genau minus j Drittel. Und wenn man das jetzt, das minus j noch als Exponential in die Exponentialform umwandelt, dann kriegt man da ein Drittel mal e hoch minus j 90 Grad raus. Und das ist genau die gesuchte Lösung, das Verhältnis zwischen der Eingangs- und Ausgangsspannung dieser Schaltung berechnet mit Hilfe der Zweipoltheorie, indem man die Schaltung aufteilt in einen aktiven Zweipol und einen passiven Zweipol, die dann im Sinne von diesem Grundstromkreis wieder zusammenschaltet und mit Hilfe der Spannungsteilerregel das Ergebnis berechnet. Und dann kriegt man raus, dass die Ausgangsspannung eben ein Drittel betragsmäßig der Eingangsspannung entspricht und phasenwinkelmäßig um minus 90 Grad verschoben ist. Und damit ist diese Aufgabe dann gelöst.